So, hi. Na, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Hollow Knight. Ja, und das heutige Like-Ziel, wenn 22 Likes, kriegen wir hin. Bin mir sicher. Ja, ich habe hier eine geheime Wand entdeckt, weil ich war ein bisschen off-cam halt am Umgucken. Dann bin ich hier rein und steht hier: Höhere Wesen, diese Worte sind euch allein bestimmt. Diese zerklüfteten Weiden erstrecken sich endlos dahin. Keine Welt verbirgt sich jenseits ihrer. Wer Tolkien genug ist, diese Leere zu durchqueren, muss den Preis dafür zahlen und auf den edlen Geist verzichten, den dieses Königreich verleiht. Ja, was so viel heißt wie bla bla bla, Mr. Freeman. Lol, verarsche mich doch nicht. Entschuldige kurz, das ist gerade wichtig. Controller ist mal wieder leer. Mal wieder. Naja. So, haben wir das hier. Okay. Und dann war hier auch wieder eine geheime Wand. Und dann habe ich hier das Ding hier gefunden. Das brannte noch nicht. Ich habe dann im Nagel, da steht immer die Leiche eines großen Käfers, aber wenn ich draufgeschlagen habe, sind diese roten Symbole dahin erschienen. Dann war auf einmal der Feuerkorb hier da. Da habe ich draufgeschlagen, hat sich entzündet. Fertig. Das habe ich entdeckt. Ja. Soll wohl der Anfang für ein DLC sein, wenn ich richtig weiß. Von damals oder so. Und ich habe mich etwas erkundigt, wo es denn jetzt weitergeht. Also ich habe eine ziemlich strikte Roadmap, die ich dann auch einhalten werde, versucht zumindest einzuhalten. Gut. Ich habe mir gedacht, hier könnte eben noch was sein. Den Baum habe ich übrigens schon gemacht, off-cam. Also hier diesen Seelenbaum, das habe ich mich schon bemächtigt, was der hergegeben hat. Können wir dann auch noch abholen, theoretisch. Hui. Ich bin Gorb. Verbeuge dich. Verbeuge, beuge, beuge dich vor Gorb. Der große Denke, ich bin Gorb. Steig auf, steig auf, steig, 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 steig auf mit Gorb. Kriegsraum raus von Ei. Na, Hirnmann, war's das? Ich glaube ja. Hi, ich bin Gorb, der große Denker. Dieser Schmerz, steige auf, ich bin tot. Das bist du. Hier liegt Gorb, der große Denker. Schön. Juhu. Und so. Mal bedenken, wie lange ich jetzt hier dann wohl nicht mehr war. Ja, dann gehen wir mal kurz hier zum Nagelmeister. Mal kurz Päuschen machen. Ja, da ist jetzt die Kaverne da eingezeichnet. Okay. Jo. Zuck. Zuck. Ach, da hat Seele hergeben. Da schauen wir einer an. Essenz, mein Fehler.
Ach. Ach so, ne. Nee, du droppst jetzt nach unten, weil wir das so wollen, ja. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Ja, tatsächlich. Hallo. Ein neues Land? Anders als das letzte? Wie viele werden wir noch sehen? Die Wege dazwischen sind dunkel und lang, aber der meiste, aber das meiste Licht wird uns immer führen. Okay. Alter, was bist du denn? Die Wein. Ah, hast du uns gerufen? Du hast uns gerufen und wir sind erschienen. Du siehst nicht verängstigt aus. Warum hast du uns gerufen? Ah, ist nicht wichtig. Sag's mir nicht. Wir sind erschienen und ich rieche etwas. Etwas tief unter uns. Ich will es. Ich will es. Dieser Geruch. Oh, du versteckst etwas sehr Schönes vor mir, nicht wahr? Sollst nicht so was Schönes verstecken. Zeig es mir. Zeig es mir. Zieh es an, schnell. Ah. Ich weiß. Ist hier ein Bänkchen zufällig irgendwo? Oi. Ja, gucken wir uns erstmal dann rum. Nette Musik. Lol. Hallo. Babala, Geno. Brumm. Du hast uns gerufen? Schmeckt mir der Meister. Brennt flammenhell in deinem Geist. Kommt die Sippe von weit her angereist. Schön. Du warst es also, der uns gerufen hat. Sei gegrüßt, mein Freund. Sei gegrüßt. Ich bin Grimm, Meister dieser Truppe. Die Laterne wurde entfacht und ein Ruf erhört. Eine feine Bühne hast du gewählt. Dieses Königreich von Wurm und Wurzel brachgelegt. Die ideale Erde, um auf unser Ritual zu vollführen. Und du, mein Freund, deine Rolle ist noch lange nicht vorbei. Als die Laterne aufleuchtete, wurde deine Rolle bestimmt. Unser Pakt geschmiedet in scharlachrotem Feuer. Sehnlich warten wir darauf, dass du beginnst. Doch lass mich erst etwas Licht auf deine Aufgabe werfen. Grimmkind. Über dieses Land verbreitet sich nun meine Sippe. Sie erntet die Essenz, die meiner Gattung eigen ist, die Flamme im Traum. Suche meine Sippe, erobere ihre Flamme und bringe sie zurück zu mir. Zusammen können wir Wunder wirken. Doch sorge dich nicht, kleines Wesen. Für diese Aufgabe wirst du nicht alleine reisen. Mein Kind soll dich zu den Flammen geleiten und die brennende Essenz in sich aufnehmen. Wie auch du, spielt das Kind eine Schlüsselrolle bei dieser Aufgabe. Nur mit ihm an deiner Seite werden sich die Flammen meiner Sippe dir offenbaren. Okay. Hab's gesehen, Chef. Die Flamme, finde sie für den Meister, für unsere Sippe. Der spielt auf eine, auf einem Käfer. Lol.
Also die sind nicht von hier, die sind von weiter her. Also so, also es gibt doch noch was außerhalb des Königreichs. Hallo. Oh, jetzt bin ich. Ah, schau dort. Etwas Seltsames und Unheimliches ist plötzlich erschienen. Brr, wie fürchterlich. Ich denke, ich sollte am besten versuchen, es zu ignorieren. Oh, Zitteri. Warum müssen diese grotesken Fremden in unsere friedvolle kleine Heimat eindringen? Manchmal fühlt es sich so an, als würden die ganze Welt nur darauf abzielen, mir mein Leben unangenehm zu machen. Okay, Moment, dann machen wir das mal eben hier. Das da weg ist eins, ist ein zwei. Träger muss die grimmige Saison Flammen Sammelflammen werden auf der Karte des Tages erscheinen. Ah, nett. Ich habe doch diese stinkende Ding da, ne? Vielleicht ist das, was sie riecht. Vielleicht. Ah, dieser Geruch. So stark, so männlich. Doch nicht der Duft, der nach mir ruft. Ich begehre einen anderen Geruch. Wertvoll, empfindlich, fragil. Ah, bring ihn mir. Trag ihn. Hä? Einen anderen Duft? Hab ich noch irgendwas, das stinkt? Ne? Das hier raus. Nee. Mal gucken, das weiß ich jetzt gar nicht. Wenn jemand weiß, was die für ein Talisman will, dann könnte mir es gar nicht sagen. Nehmen wir doch mal. Oh, hallo. Das ist ja cool. Ach, da schon mal einer an. Ja. Du warst Neues? Nein. Bapanada. Nope. Ja, hier gibt es jetzt auch noch was Neues, habe ich gesehen. Kann man hier runter. Und hier diesen Schrein für Dingens. Für wie hieß er nochmal? Zute. Ja, das ist ein Bosskampf, aber den will ich jetzt nicht machen, weil das ist ziemlich schwer. Außerdem, wie gesagt, ich habe heute einen ziemlich engen Zeitplan. Ach so, einen simplen Schlüssel hat man ja gefunden. Noch, da habe ich das hier aufgemacht. Hier. Und das ist halt eben besagter Typ. Den da, den kannst du faulige Eier geben, wenn ich richtig weiß. Und dann bringt er dir deine schwarze Seele halt eben wieder, oder halt dein Geo und so wieder zurück. Und halt dein Ding ist wohl dann wieder fertig und so. Ja, ist ganz cool. Okay. So, dann haben wir das hier. Sehe ich das auch auf der großen Map? Ach, da ist eine, da ist eine, da ist eine. Ist zufällig an der. Achso, ja, mit dem Nagel kann man sich jetzt teleportieren, das ist ganz praktisch. Wir müssen jetzt erstmal dahin. Wenn alles klappt, also wir müssen an die Grenze des Königreichs, dann gehen wir nochmal in das uralte Becken. Und wenn alles klappt, kommen wir heute sogar noch in die, nach Grünweg und die königlichen Gärten. Mal schauen, wenn alles klappt. Moment. Muss ich kurz gucken. Station des Königs ist das nächste. Nope. Ah, scheiße. Verklickt. Station der Königin. Ja, heute kommen wir vielleicht nur noch Grünweg, ne? Schneller als gedacht. Nee.
So. Okay. Kann ich hier jetzt eigentlich irgendwas machen? Nee, ne? Nee, Schadi. Okay, mal kurz Pause. Ich bin ja mal gespannt, was es dann mit dem hier auf sich hat. Komm ich denn da rein? Grenze des Königreichs müssen wir. Frage. Du mich auch. Mal nach oben. So. Turm der Liebe. Ja. Frage an diejenigen, die Hollow Knight auch schon gespielt haben. Ihr kennt doch hier. Ich sehe jemand? Ja, tatsächlich oben am Eingang ist da jemand. Ihr kennt doch die ewige Ruhestätte, ne? Geisterlichtung. Da sind noch so viele Gräber, da waren wir doch. Da ist ganz am Anfang so ein Typ, der meint halt eben, wenn du die wagst, die Geister und so fassen, bekommst du mit ihm zu tun und so. Kann man den überhaupt besiegen? Weil ich hab den, der greift doch dann eben so dashartig an. Und ich hab den seinen Angriff, glaube ich, 8 oder 9 Mal pariert. Also ihn erwischt. Verreckt der auch? Oder ist das einfach nur so, nee, wenn du hier Scheiße baust, dann ficken wir dich. Okay, wir müssen eine Etage runter und nach rechts. Lol, ich wusste nicht, dass hier ein Baum ist. Okay, das ist ja interessant. Naja, dann. Machen wir das mal eben. Ui. Ja. Wow. Ist hier unten was? Nein. Nee, machen wir nicht. Ja. Komm schon, ach komm schon. Echt jetzt. Und dann passiert sowas und dann ist der ganze Zeitplan wieder im Arsch. Ist übrigens Quatsch, was ich mal erzählt habe hier. Das hat nichts mit den Fetten hier zu tun, die hier fliegen können. So ziemlich alles kann randomly hier irgendwie so diese Essenz droppen. Ah, ich hasse die. Fliegende fette Pest. Okay, haben wir das hier? Ja. Sage mal, ist da noch viel hier? Autschen. Geil, ein ranziges Ei. Ich glaube, soweit müssten wir jetzt hier alle haben, ne? Glaube schon.
Okay. Und Durchgang? Nee. Haha. Jetzt hätt's gar nicht gehabt, ne? Arschloch. Okay, sind wir ganz oben. Denke ich, haben wir alles soweit. Einmal fallen lassen. Müssen in der E-Runde. Fetti. Weg. Jetzt weg. Wupp, weg. Nope. Ach, das war schon. Und heiliges Grab. Eschener Boden. Die Geburt des Königreichs. Aha. Tja gut. Wir gehen dann eine Etage weiter runter. Dann nach rechts und da weiter. Da kommen wir hier endlich durch, weil wir haben hier die Träne. Nice. Stück Scheiße, du verficktes. Okay, ne, das man nicht hin. Wie es halt immer so exakt passt, dass einer erwischt. Ist doch lächerlich, ist doch das. Zur Hölle mit dir. Genau, und hier konnten wir damals eben nicht hin. Und hier geht es jetzt weiter. Irgendwo da schräg oben ist eine Bank. Zumindest sagt uns das da das Schild. Und schauen wir mal, wird schon eine Bank da sein? Ja. Journal eines Wanderers. Eine Bank. Map aktualisiert. Raus können wir hier nicht, ne? Nee. Okay. Im Feste weiter und da haben wir Hornet. Und die müssen wir nämlich auch finden. Hier noch ein Durchgang? Nein. Schwupp, schwupp. Ja, weil ich meine, ich hätte jetzt den letzten Typen noch angehen können, aber immer Zeit. Du suchst nach dem nach der tiefen Wahrheit? Die Schwachen können diese nicht ertragen. Oh, guck mal, sie kann Wind machen. Ich weiß, dass du dafür bereit bist. Ich halte mich nicht zurück. Mein Nadel ist tödlich und empfinde keinerlei Trauer beim Ableben eines Schwächlings. Zeig mir, dass du die Vergangenheit dieses Königreichs akzeptierst und Verantwortung für diese Zukunft übernimmst. Shot!
Okay. Ja, ich mach den kleinen Typen da erstmal wieder raus. Da arbeite ich dann doch lieber mit was anderem. Was denn? Ich bräuchte drei. Aber warum denn auch nicht, ne? Das ist schon praktisch. War das eigentlich richtig? Ja. So schwer kann der Kampf gegen die doch gar nicht sein. Ja, und dann passiert sowas. Das ist natürlich geil, dass man schon mal mit sowas in den Kampf dann starten muss, ne? Fett. Genau. So, und jetzt? So stark. Du könntest es schaffen, wenn du den Willen dazu hast. Doch könntest du deinen Nagel im Wissen um seine tragische Entstehung immer noch erheben, im Wissen um dich selbst? Dann tue es, Geist von Heilandsnest. Gehe voran, brenne dir das Zeichen auf deinen Panzer und beanspruche den Königsthron. Schüssen. Abgeworfener Panzer. Alter, was für ein Ding. Brandzeichen des Königs. Heilandsnest wird einen neuen Herrscher anerkennen. Die Tore des Königreichs werden sich öffnen. Oh, Scheiße. Jetzt verkackt. Ah, sie haben mich gerettet, okay. Nett. Das ist ja lieb. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei diesem Schnelllader. Warum denn auch nicht? Den kleinen, wenn mir nachfliegt, den brauche ich ja gerade erstmal nicht. Okay. Dann haben wir es noch. Zeichen des Trägers als König. Zeichen den Träger als König aus. Mögen sich uralte Stätten von Heilandsnest davor eröffnen. Ja, und ich weiß auch, wo das ist. Ja, da gehen wir jetzt mal schnell hin, ne? Lol. Ich schneide das mal. Wir sehen uns gleich. Ja. Das sind wir wieder.
Hier kann ich bestimmt noch nichts machen, richtig? Nope. Ein Leichnam mit weißer Rüstung. Nice. Genau, und hier runter müssen wir. Genau. Ja. Ich muss unbedingt mal nachschauen, wo man so bleiches Erz noch finden kann. So, und jetzt müsste. Ja, tut es. Hier sind wir wieder wo wir keine Map haben. Alter, ist das hier groß. Nein, der Hintergrund. Übel Shit. Sicheren Abstieg, weil ich weiß ja nicht, was da unten. Ja, gut, da kann ich mit leben, weil. Ah, da ist der Boden. Ja, ich glaube, wir sind der Abgrund. Hier sind ein paar tote Käfer, so wie es mir scheint. Ah, da hat er Dingens bei sich, cool. Was sind wir denn hier? Komischer Alter. Unsere Stimmen werden erneut aufschreien. Dann gutes Gelingen, ne? Komisch, komisch. Wieder so ein Teil. Okay. Ähnlich wie das, was wir haben. Die sehen sogar anders aus. Der eine gerade hatte. Ja. Okay, und sie geben keine Seelenenergie oben links. Alter. Komischer Ort. Ja, wir sind hier beim ziemlich Bösen. Ja, die haben andere Hörner. Die sehen wirklich allesamt anders aus. Die einen hat nach unten zeigende Hörner. Die hier hatten nach oben zeigende. Der eine der ganz spitze. Alter, und die machen Damage wie die Hölle. Boah, fuck, ey. Pisst euch. Wieso macht er keinen Doppelsprung? Schweinerei. Ich soll vorsichtig mit meiner Lebensenergie hier oben sein.
Ich habe nicht mehr so viel. Ich habe eine Ladung noch. Okay. Ui. Warum mache ich mir die Mühe überhaupt? Die geben mir eh nichts. Naja, egal. So. Ausschalten? Kann nicht. Mein König, es tut mir leid. Die See ruft. Okay, und das erhält jetzt, oder was? Sind zumindest keine Geister mehr da. Ha. Piu. Oh. Ah, jetzt ist das sehr erträglich. Interessant. Ob hier wohl noch jemand lebt? Also so ein NPC oder so? Wäre schon interessant zu wissen. Naja. Ja, wenn wir den Gegenstand wieder haben. Kann man nichts kaputt machen, ne. Okay, vorsichtig. Nein. Gut. Der Blähkäfer. So, und hier muss man wohl kurz warten. So. Schattenumhang. Um Schatten gefüllt vorwärts zu sprinten. Benutzt den Umhang, um durch Feinde zu und deren Angriff zu sprinten, ohne Schaden zu nehmen. Kann ich den antatschen? Nee. Aber interessant, dass es dann eine Marke auf sein Gesicht hinterlässt. Okay. Aha! Ein arkanes Ei. Da. Ein mysteriöses steinernes Ei aus einer Zeit vor der Geburt von Heilands Rest. Ein Relikt aus ferner Vergangenheit. Dieser Gegenstand besitzt nur noch für diejenigen wert, die sich mit der Geschichte befassen. Alter, das muss echt wertvoll sein. Okay. Aber da oben war doch noch was. Wir kommen irgendwo dahin. Gar nicht. Hm. Ich muss da trotzdem noch mal kurz gucken. So, das ist der höchste Spot. Ha. Versuchen andermal noch mal. Ich meine, so weit daher war es jetzt auch nicht. Oh, okay, ja, geil. Map, ne? Hihi. So. Aha. Also der Seelennagel vernichtet sie direkt. Nur aus Neugier jetzt mal. Ja, ja, du mich auch. Aua.
Immerhin haben die Käfer hier ein bisschen Seele. Nichts Neues, ne? Nee. Weil es schneller geht, deswegen. Juhu. Au, hab ich jetzt gar nicht gesehen. Scheiße. Okay. Ach komm, oh nein. Ach, wie asozial. Warum denn so ein Scheiß jetzt hier? Das ist ein Mörder weit nach oben, ne? Aha. So. Okay. Schaut gut aus. Oh, frech. Hi. Na? Geist, du hast dich also deinem Geburtsort gestellt und umhüllst dich jetzt mit seinem Schatten. Unsere Kräfte haben ähnlichen Ursprung, aber diesen Teil von dir, diese essentielle Lehre, haben wir nicht gemeinsam. Komisch, dass solche Dunkelheit mir Hoffnung gibt. In ihr sehe ich die Möglichkeit auf Veränderung. Dir steht eine schwierige Reise bevor. Doch sie könnte dir auch eine Wahl eröffnen. Den Stillstand unserer Welt zu erhalten. Oder das Herz ihrer Krankheit vorzustoßen. Er stellt sich der Lehre und steigt unversehrt hinauf. Könnte er eine solche unermessliche Dunkelheit vereinen? Ich würde dich bitten, den schwierigen Weg zu wählen. Doch am Ende liegt die Entscheidung bei dir. Ich will mal gucken, was ich tun kann. Okay. Na gut. Okay. Scheint mir der sinnvollste Weg gerade zu sein. Und ab geht's. Hab zwar immer noch nicht so wirklich geplant, wer oder was wir jetzt sein sollen, aber okay, wenn das Spiel sagt, dass das alles so passt, dann wird es so sein. Idee! Schwupp, das wollten wir eh noch machen. Mensch. Wie überaus praktisch, dass ich hier meinen Teleporter gelassen habe. Weil wir haben jetzt genügend Essenz gesammelt. Jetzt müsste eigentlich die mit der nervigen Stimme wieder ein paar Sachen für uns haben. Hallo. Ah, Träger, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf den Traumnagel werfen. Der Traumnagel leuchtet hell. Er enthält über 1200 Essenz. Wenn ich hineinsehe, kann ich so viele Erinnerungen sehen, die mich anschauen. So viele, die wollen, dass man sich in... Entschuldigung. Dass man sich an sie erinnert. Keiner von uns kann ewig leben. Also bitten wir diejenigen, die uns überleben, sich an uns zu erinnern. Hält es etwa einen Sinn? Bla 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 bla. Wir sind weiterleben. Vergisst es. Bla 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 bla. Komm. Danke, Arcanes Ei.
ein bisschen gesammelt hast hier. Okay, wie viel haben wir denn? Ja, gut, ist jetzt nicht mehr die Welt, was da fehlt, ne? Praktischerweise haben wir da gleich eine Käferbahn. Und beim nächsten Mal erstmal rasten, dass wir alles schön aktualisiert haben. Ist das jetzt alles aktualisiert hier? Uraltes Becken, ja, der Abgrund. Interessant, interessant. Nun gut, aber dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu einer weiteren Folge Hollow Knight. Ne? Also, Dankeschön fürs Einschalten und nicht vergessen, 21 Likes sollten wir hinbekommen. Also, tschüss.